Highway durch die Prärie. Wir sind unterwegs in Nordamerika, im Wilden Westen. Ob Buffalo oder Bison, egal, es gibt überall entlang der Highways Tiere zu sehen. Große und auch kleine, unscheinbare, direkt neben der Straße. Über uns der Himmel voller Zugvögel und vor uns das endlose Band der Straße. Wir begleiten die Vogelschwärme nach Norden. Ihre Rufe reißen uns mit. Fernweh pur. Die kleinen Bodenständigen an unserem Weg und die Riesen der Prärie. Wir wollen sie alle zu Wort kommen lassen. Unsere Darsteller sind originell, verspielt, liebenswert und knuddelig und wohnen in einer grandiosen Landschaft. Der Wilde Westen verwöhnt uns mit vielseitigen Erlebnissen. Und die möchten wir mit Ihnen teilen. Kommen Sie mit. Es geht 50.000 Kilometer durch weites Grasland auf dem Highway durch die Prärie. Frühlingsmusik über der Prärie. Das Heer der Schneegänse auf dem Weg nach Norden, auch wenn der Boden noch weiß und winterlich aussieht. Unsere Schneegänse haben den Winter in Texas verbracht. Von hier aus wollen auch wir mit den Zugvögeln nach Norden zu den großen Rastplätzen in Kansas und Nebraska. Und weiter mit dem Frühling in die Black Hills, schließlich hoch nach Norddakota bis fast zur kanadischen Grenze. Noch viel Größeres haben die Schneegänse vor. Sie brüten im Norden Kanadas und Alaskas. 3.000 bis 5.000 Kilometer haben sie noch vor sich. Die Städtchen in der Prärie, eine Mischung aus Wildwest und industrieller Landwirtschaft. Und im Winter irgendwie verschlafen. Wir durchqueren sie schnell, denn wir sind ja Reisende in Sachen Tiere. Und jetzt müssen wir anhalten. Die Vögel haben etwas vor. Sie sind im Landeanflug. Ein leicht verschneiter Stoppelacker ist ihr Ziel. Wie riesige Schneeflocken gleiten die weißen Vögel vom Himmel. Wie üblich bei Gänsen, viel Geschnatter. Besonders über die Rangordnung wird heftig diskutiert. Zwischen den weißen Vögeln fallen ein paar dunkle auf. Blaugänse nennt man sie hier. Eine Farbvariante der normalen Schneegans. Und die grauen sind die Jungvögel vom letzten Jahr. Die Zwischenlandung unserer Schneegänse auf ihrem Weg nach Norden ist hauptsächlich ein Auftanken, ein Futterstopp. Maiskolben, übrig geblieben nach einer Rekordernte im letzten Jahr. Hochwertiges Futter im Überfluss. Satte, zufriedene Gänse halten den Schnabel. Nein, sie haben in diesem Winter wirklich keinen Grund zum Klagen. Die Sonne scheint mild, der Schnee liegt nicht hoch und der Ackerboden ist übervoll mit Futter. Mais, das uramerikanische Getreide, wuchs wohl schon vor Tausenden von Jahren auf der Zugstrecke der Schneegänse. Jetzt baut es der Mensch in großen Monokulturen an. Davon profitieren viele Zugvögel. Zugvögel. Nach einer kurzen Zeit der Rast werden auch satte Schneegänse wieder unruhig, tappen hin und her von einem Bein auf das andere. Und dann geht es wieder weiter. Zugunruhe nennen es die Wissenschaftler. Itchy Feet, sagen die Amerikaner. Juckende Füße. Jetzt müssen wohl auch wir wieder auf den Highway. Wir versuchen den Schneegänsen zu folgen, was nicht immer einfach ist. Mit einem alten, langsamen Lastwagen sollte man sich halt nicht mit Zugvögeln messen. Endlos wie der Highway vor uns ist auch die Eisenbahn, die uns entgegenkommt, mit mehr als 100 Kohlewaggons.
Die Vögel und wir sind nicht die einzigen mit Zug Richtung Nord. Ein Tumbleweed fordert uns zum Wettrennen auf. Geben wir ihm eine Chance. Tumbleweeds sind einjährige Pflanzenarten, die im Sommer in der Prärie geblüht haben und jetzt mit dem Wind auf Reise gehen. Purzelkräuter, Prärieroller. Wir haben unseren Spaß mit den Tumbleweeds auf ihrer Reise, bei der sie ihre Samen verstreuen. Schnee treiben. Die Sicht wird immer schlechter. Aber trotzdem entdecken wir sie am Straßenrand. Gabelböcke ducken sich im Wind, ruhen versteckt im hohen Gras. Gabelböcke sind Ureinwohner Amerikas, gut angepasst an das harsche Klima der Prärie. Auch die Hausrinder in der Prärie sind hart im Nehmen. Gelassen schütteln sie den Schnee vom Rücken. Die Gabelböcke, die wilden Ureinwohner der Prärie, gehen den Rindern lieber aus dem Weg, räumen das Feld vor der Konkurrenz, vor unseren Haustieren. Die Gabelböcke haben sich wieder beruhigt. Wenn es sein muss, sind sie die schnellsten in der Prärie. Geschwindigkeit, das ist ihr Schutz vor Feinden. Oh je, jetzt kommt's dick. Blizzard, Schneesturm. Die Gabelböcke beeindruckt das Wetter nicht, aber unsere Schneegänse müssen notlanden, solange sie noch ein bisschen vom Boden sehen. Die cleveren Schneegänse machen mal wieder das Beste aus der Situation, landen auf einem Maisacker. Zwangspause, Reiseunterbrechung im Rasthaus. Die hätten wir fast übersehen, die kleinen Ohrenlerchen. Auch ihnen hat das Wetter einen Strich durch die Reisepläne gemacht. Mit den großen Maiskörnern können sie nichts anfangen. Sie scharren nach kleineren Körnchen, nach Wildkräutersamen. Unsere Kamera schwankt im Wind, hat mit dem Sturm mehr Schwierigkeiten als die ruhenden Gänse. Am Boden richtig festkrallen müssen sich die kleinen Ohrenlerchen, sonst bläst sie der Wind glatt davon. Ja, das kennen wir. Kaum wird die Sicht besser, werden die Gänse unruhig. Sie haben es eilig. Die ersten bekommen die besten Brutplätze oben in der Arktis. Aber bis dahin sind es noch ein paar tausend Kilometer. Weiter geht's, auch bei uns. Wir nehmen uns Zeit. Wir müssen nicht wie die Schneegänse bis nach Alaska ziehen. Die alten Zeiten sind vorbei, als der Bauer noch auf seiner Scholle wohnte. Vor uns ein paar Häuser. Sicher war das mal die Perle der Prärie, aber heute ist alles zugenagelt. Aha, Verkehr auf der Hauptstraße. Einer lebt hier also doch noch. Und wir können es kaum glauben, ein Licht brennt. Das Open-Schild ist beleuchtet. Sollte es hier was zu essen geben? Die Schilder versprechen viel. Das beste Mittagessen der Stadt wird hier angeboten. Ziemlich verlebt, die Bude. Glücksspiel und Tanz. Und Rocky Mountain Austern. Oje, ist uns das peinlich. Das sind Stierhoden. Willkommen im Wilden Westen. Hier pulst das Prärieleben. Alles, was sich sammeln lässt an Kitsch und Raritäten, ist hier an die Wand gepinnt. Dazu der wichtige Polizeifunk, untermalt von Radio und zwei Fernsehprogrammen. Jagdtrophäen und Bilder aus Zeiten, als der Wilde Westen noch richtig wild war. Das mit dem besten Lunch ist keine Kunst, erklärt uns verschmitzt die freundliche Chefin.
Sie ist die Einzige in Town. Und zurzeit hat sie ohnehin nur Hamburger. Und die sind konkurrenzlos gut. Naja, wo sie recht hat, hat sie recht. Wieder auf der Straße, gut gestärkt. Das Wetter ist inzwischen besser geworden. Weit kommen wir aber nicht, denn wir bremsen wieder für Tiere. Eine stattliche Herde Gabelböcke, Weibchen und Jungtiere. Bilder fast wie in alten Zeiten, als es noch keine Feuerwaffen in Amerika gab. Wäre es nicht ein abgeerntetes Getreidefeld mit Bewässerungsanlage, auf der die Gabelböcke ziehen. Die Prärie hat sich verändert. Der Highway und die Eisenbahn. Über große Strecken laufen sie parallel durch die hügelige Prärie. Wir zählen die Wagen des Kohlezugs, 110 Waggons. Wow, das darf nicht wahr sein. Hier zählen wir lieber nicht. Das sind Schneegänse, zigtausende auf kleinstem Raum. Ja, das ist Amerika. Alles ist größer. Die Vogelschwärme, die Entfernungen. Über 1000 Kilometer sind wir den Schneegänsen gefolgt und sind immer noch in der südlichen Hälfte der Prärie. Fahren durch die Rolling Hills Landschaft von Kansas und weiter zum Platte River in Nebraska. Die Vögel des Glücks, ziehende Kraniche. Ihre Schlafplätze möchten wir heute Abend noch finden, deshalb bleiben wir dran. Geschafft. Im letzten Dämmerlicht. Kraniche im Landeanflug. Überwältigend für uns diese Vogelmassen. Wer Kraniche mag, und wir zählen uns dazu, der liegt hier richtig. Hunderttausende der stattlichen Kanada-Kraniche versammeln sich jedes Jahr Ende März in den Niederungen des Platte Rivers zum Übernachten. Welch ein Schauspiel. Seichtes Wasser ist das Geheimnis der Kranichschlafplätze. Hier haben die Vögel Ruhe vor Füchsen und anderen Feinden. Bloß, wie man bei dem Gedränge und Geschiebe schlafen kann, das wissen wir nicht. Von erholsamer Ruhe kann man hier nicht sprechen. Während der ganzen Nacht ziehen noch Kraniche am Himmel, kommen neue hinzu. Sehr früh am nächsten Morgen fast das gleiche Bild, nur sind die Vögel noch unruhiger. Tanzen, hopsen, flattern. Richtig aufgedreht sind sie. Zugunruhe, bei uns würde man sagen, Reisefieber. Für Mikrofon und Kamera ein Erlebnis. Hautnah sind wir dabei beim Massenstart der großen Vögel.
Manche Kanada-Kraniche starten spät, denn sie müssen erst ihre Familienmitglieder zusammenrufen. Kranichpaare reisen gemeinsam und haben oft noch eines oder beide Junge vom letzten Jahr mit dabei. Unsere Kanada-Kraniche fliegen gemütlich in verschiedene Richtungen. Sie haben noch nicht vor, weiter nach Norden zu ziehen. Verständlich, erst wollen sie frühstücken. Die riesigen Maisfelder am Platte River sind das Ziel der Kraniche. Wir haben Position bezogen, mit guter Aussicht. Fliegende Kraniche, harmonisch und elegant ihr Flügelschlag. Lustig sehen sie beim Landen aus, stellen ihre Schwingen auf zu einem Bremsfallschirm. Gekonnt schweben sie aus großer Höhe dem Boden entgegen. Wir haben unsere Freude an den Flugmanövern, an der spielerischen Leichtigkeit, mit der die Kraniche einlanden. Und noch ein Trupp hungriger Gleitschirmflieger schwebt an den Frühstückstisch. Früher mussten die durchziehenden Kanada-Kraniche mühsam ihr Futter suchen. Heute wird in ihrer Prärie Mais angebaut. In großem Stil wird gedüngt und bewässert. Und nach der Ernte bleibt für die Zugvögel so viel Futter auf den Feldern zurück, dass sie nach einer Stunde Futtersuche bereits satt sind und Zeit haben zum Tanzen. Die Überbleibsel der Maisernte schmecken auch den Rindern. Hinter dem Acker, im Grasland, treffen sich die satten Kraniche zum Tanz. Sie demonstrieren Brutbereitschaft, schleudern Nistmaterial in die Luft. Herrlich, jetzt sehen wir es. Sie werfen mit Kuhfladen, grazil und elegant. Tanzen zur Paarbindung. Das machen alle Kranicharten auf dieser Welt, aber das mit den Kuhfladen, das haben sie hier bestimmt den Amerikanern abgeschaut. Wir sind neulich doch tatsächlich in Oklahoma durch eine Stadt gefahren, in der jedes Jahr die Weltmeisterschaft im Kuhfladenweitwurf stattfindet. Mehr als eine halbe Million Kanada-Kraniche sollen jedes Jahr am Platte River rasten. Wir glauben es auf Anhieb. Weil die Kraniche hier nicht lange nach Futter suchen müssen, bleibt ihnen viel Freizeit. Die wird genutzt für alles, was ein Kranich gerne macht. Der Kanada-Kranich ist unserem eurasischen Kranich sehr ähnlich, nur etwas schlichter gefärbt im Gefieder und etwas kleiner. Aber immerhin erreicht auch er noch eine Flügelspanne von mehr als 2 Metern.
Die Kraniche suchen auch hier nach Futter, nach kleinen Leckereien, Insekten und Würmern. Wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Wie man den langweiligen Industriemais pickt, hat das Junge schon längst kapiert. Aber wo sich im Sumpf die dicksten Würmer verstecken, das zeigt der Altvogel geduldig seinem Nachwuchs. Einblicke in das Privatleben der Kraniche direkt vom Straßenrand. Der Jungkranich folgt seinen Eltern auf Schritt und Tritt. Er möchte alles lernen, was die Altvögel machen. Mit den Tanzschritten ist er noch unsicher, da gibt es noch viel zu tun. Ein Tanzpartner wäre jetzt schön, aber zur Not geht auch das hohe Gras. Ballett für Kranich und Präriegras. Jetzt ist er richtig stolz auf sein Können, aber sein Vater kann es doch noch eleganter. Das sieht man gleich. Mit dem Vater zu tanzen, das steht dem Jungvogel nicht zu, denn der Tanz dient der Paarbindung. Aber mit größtem Interesse zuschauen, das ist dem Jungen erlaubt. Noch ist alles ruhig, doch dann der erste Schwarm Kraniche über uns. Sie rufen mit Trompetenstimme. Nicht nur bei uns löst das Fernweh aus. Unsere Kraniche lassen sich anstecken. Klare Sicht und kräftige Frühlingssonne, ideales Reisewetter. Die Kranichmassen rudern kraftvoll mit den Flügeln, bis sie die Thermik erreichen. Dann lassen sie die Sonne für sich arbeiten. In der warmen, aufsteigenden Luft schweben sie schwerelos in den blauen Himmel und nach Norden davon. Auch bei uns geht es weiter nach Norden, ein bisschen langsam und brav auf dem Highway. Vor uns die Black Hills in Süd-Dakota, Grasland und Kiefernwäldchen. Die Black Hills, berühmtes Indianerland und beliebte Filmkulisse. Immer eine Reise wert, auch wegen der Bisons, die man hier erleben kann. Die Herren der Prärie erwarten uns. Große Bisons und kleine Präriehunde. Wo diese niedlichen Nager ihre Kolonien bewohnen, halten sich auch gerne die Bisons auf. Die Präriehunde verdanken ihren Namen den kurzen, kläffenden Rufen. Diese Warnlaute gelten dem Kojoten, ihrem Hauptfeind. Für die Herren der Prärie ist der Kojote keine Gefahr. Auch die Halbstarken nehmen ihn nicht ernst, sie scheuchen ihn ein bisschen. Wo die Präriehunde den Rasen pflegen, sprießen im Frühjahr die ersten grünen Triebe. Das schätzen auch die Weißwedelhirsche. Warum die Weißwedelhirsche so lustig wedeln, das ist nicht leicht zu erklären. In jedem Fall ist es ein Signal, so etwa, du kriegst mich ja doch nicht.
Mini-Highways, kleine unbefestigte Verbindungsstraßen durch das weite Grasland, die fahren wir besonders gerne. Meist bringen sie uns sehr nah an unsere Tiere. Die Abend- und Morgenstunden in der Prärie sind immer ein Erlebnis. Die Ruhe, das Licht, die Tiere. Und mit den ersten Sonnenstrahlen fahren wir wieder weiter. Oh, hier haben wir ein ganz besonderes Exemplar, ein halber Zwölfender. Eine Stange hat er bereits abgeworfen, die zweite wird bald folgen. Die stattlichen Wapiti-Hirsche werfen jedes Frühjahr ihre Geweihe ab. Ganz selten erwischt man sie in diesem Moment mit nur einer Stange auf dem Kopf. Meist schütteln sie beide gleichzeitig ab. Der arme asymmetrische Hirsch. Wir fürchten, morgen hat er böse Verspannungen in den Nackenmuskeln. Rum um die Kurve und mitten rein ins Tiererlebnis. Vom bequemen Autositz aus hautnahe Tierbeobachtung. Und so komisch es klingt, solange wir in der Blechbüchse bleiben, betrachten sie uns als ungefährlich. Würden wir aussteigen, sähe die Sache anders aus. Die Herren der Prärie würden vor uns weglaufen. Versteckt im Gras, aber gut zu hören, der kleine Wiesensterling. Er ist der Charaktervogel des weiten Graslands. Sein Gesang ist das Lied der Prärie. Der Wiesensterling muss sich immer recken, strecken, den Hals lang machen beim Singen im hohen Gras. Perfekt wäre eine Singwarte, eine Bühne über dem Grasmeer der Prärie, auf der er voll zur Geltung kommt. Der Gesang des Wiesensterlings, das wohlige Grunzen der Bisonherde. Wir lauschen dem Lied der Prärie. Die kleinen Schotterstraßen, auf denen wir die Prärie erkunden, sind kein Geheimtipp. Mit einer guten Karte findet man sie. Meist führen sie über Staatsland und sind für jedermann ohne Genehmigung befahrbar. Nur sollte man den Bisons die Vorfahrt lassen.
Unendlich erscheinen uns die Graslandschaften im mittleren Westen Amerikas. Doch was ist eigentlich Prärie? Wissenschaftlich betrachtet ist es ein Steppengebiet, in dem Wildkräuter, Gräser und Büsche dominieren. Nur selten wachsen hier Bäume. Weites Grasland und offenes Buschland, das ist die Prärie Nordamerikas. Und die ist 10-mal so groß wie unsere Bundesrepublik. Hier treffen wir sie wieder, die Gabelböcke. Neben den Bisons stehen sie immer ein bisschen im Schatten. Dabei haben sie einige Superlative zu bieten. Sie sind die schnellsten Nordamerikaner und sie machen die weitesten Wanderungen in der Prärie. Viel weiter als die berühmten Bisons. Aber ihr Wandertrieb bringt sie heute in Schwierigkeiten. Sie sind gute Läufer, aber schlechte Springer, haben Probleme mit Viehzäunen, Straßen und Eisenbahnen, die ihren Lebensraum zerschneiden. Hübsch sind sie in ihrem braun-weißen Fell. Die Weibchen haben keine oder manchmal nur kurze Hörner. Junge Männchen tragen bereits auffällige Hornspieße. Antilopenziege heißt sie wissenschaftlich. Doch weder mit Antilopen noch mit Ziegen sind die Gabelböcke näher verwandt. Ihre Hörner haben einen Knochenkern, auf dem jedes Jahr eine neue Hornhülse wächst. Im besten Mannesalter hat ein Gabelbock einen recht eindrucksvollen Kopfschmuck. Unser Weg führt uns von Buffalo nach Bison, Büffel und Bison. Beide Orte haben ihren Namen von ein und demselben Tier. Bison ist zoologisch korrekt, Büffel wird er gerne in der Umgangssprache und in Wildwestfilmen genannt. Der berühmte Indianerbüffel. Ein Prachtkerl ist er, der alte Bulle. Hübsch, sein Fell mit hellem Winterpelz und dunklem neuen Sommerhaar. Irgendetwas riecht er. Irgendwas erregt ihn oder seine Neugier. Er flämt. Er möchte etwas genau erschnüffeln. Hoffentlich sind wir das nicht. Entwarnung. Nichts liegt in der Luft, was einen Bison aufregen könnte. High Noon. Showdown auf dem Highway. Der Klügere gibt nach. Jetzt geben sie es uns aber. Jetzt werden wir beschimpft. Das war zu erwarten, denn Präriehunde kläffen alles an, was neu ist in ihrer Kolonie. Die Bisons werden nicht verbellt. Das sind die Nachbarn, die sind bekannt. Nur wenn die halbe Tonne zu nah an dem Präriehundbau vorbeitrottet und die Gefahr besteht, dass die Decke einstürzt, dann kläfft er ein bisschen. Präriehunde haben Warnrufe für unterschiedliche Gefahren und sie haben einen speziellen Ruf, den sie immer mit einer Art Freudensprung vortragen. Übersetzt vielleicht: Hey Leute, bei mir ist die Luft wieder rein. Entwarnung heißt,
zurück zum Tagesgeschäft. Erstmal ausgiebig räkeln und dann den Hunger stillen. Er hat Trockenfutter, sieht für uns so aus wie die stacheligen Samen eines Tumbleweeds. Präriehunde leben in großen Familienverbänden. Da muss man soziale Kontakte knüpfen und pflegen. Niedlich, süß und possierlich. Wie alle Erdhörnchen und Murmeltiere sind auch unsere Präriehunde. Wie Küsschen geben sie das aus, das gegenseitige Beschnüffeln. Jedes Mitglied sicher an seinem Geruch erkennen, ist wichtig für das Zusammenleben in einer Präriehundkolonie. Sonnenaufgang. Die Morgenstunden in der Prärie sind etwas Besonderes. Das erste Licht, die warmen Strahlen, die Farben und das Lied der Wanderdrossel. Gräser im goldgelben Morgenlicht. Prärieland, Land der Gräser und der Bisons. Mit Ruhe und Gelassenheit gehen die großen Tiere den Tag an, wie es so ihre Art ist. Die Bisonkuh, für sie ist heute ein besonderer Tag. Sie ist Mutter geworden. Ein prächtiges, gesundes Kälbchen. Das Fell ist bereits trocken, aber die Beinchen sind noch etwas schwach. Ja, verständlich, es ist erst ein paar Stunden alt. Sehr wichtig in den ersten Lebenstagen, der Mutter-Kind-Kontakt. Das Kälbchen lernt die Stimme seiner Mutter und sie prägt sich seinen Geruch ein. Belecken gibt dem Kälbchen Geborgenheit, das Gefühl, jemand kümmert sich. Aha, da ist es, das erste frische Gras. In Norddakota dauert es lange, bis der Frühling kommt. Erst im Mai wird es hier grün. Der Zeitpunkt stimmt. Frisches Gras für frische Milch. Nein, hier ist nicht die richtige Stelle. Die Mutter hilft nach, zeigt die Richtung. Wo es die Milch gibt, das müssen die Bisonkälbchen erst lernen. Schon satt? Nein, doch noch nicht. Bisonkühe gebären normalerweise in jedem Frühjahr ein Junges an einem ruhigen, sicheren Platz in der Prärie. Intime Momente aus dem Familienleben der Bisons, die
direkt neben der Straße. Das Kälbchen ist jetzt kräftig genug. Langsam trotten die zwei zu ihrer Herde. Auch wenn es staubt und rüttelt, wir fahren auf einem Highway. In Amerika heißt Highway so viel wie Hauptverbindungsstraße. Badlands. Originelle, vom Regen geformte Lehmhügel. Und wieder entdecken wir am Straßenrand etwas Interessantes, eine Schwalbenkolonie. Hier ist richtig was los. Pfahlstirnschwalben lieben es eng. Dicht an dicht haben sie ihre Lehmnester gebaut. Es gibt viel zu streiten und zu diskutieren. Ein paar Tage nach ihrer Rückkehr aus dem Süden sind noch nicht alle Besitzansprüche ausgehandelt. In der Reihenhaussiedlung bei den Pfahlstirnschwalben kehrt erst Ruhe ein, wenn alle Wohnungen vergeben sind. Die Badlands haben es uns angetan. Wir bestaunen die bizarre Landschaft. Für ihn bremsen wir doch gerne, nicht nur, weil er der Stärkere ist. Er ist ein sehr stattlicher alter Herr auf dem Weg zum Seniorentreff. Die alten Recken haben schon so manche Schlacht geschlagen, so manche Kuh dem Nebenbuhler ausgespannt. Der alte Haudegen mit seinem Quadratschädel. Er hat schon so einiges erlebt und ausgefochten. Seinen Hörnern sieht man an, er hat sie nicht nur zur Zierde spazieren getragen. Insgesamt ist er aber noch gut in Form und bestimmt der größte und eindrucksvollste Bisonbulle, den wir auf unserer Reise getroffen haben. Die Bisons waren unsere Wegbegleiter auf dem Highway durch das weite Grasland. Die nächste Reise führt uns durch das offene Buschland. Dort gibt es noch viele andere Tiere zu beobachten, so viel Neues zu entdecken. Kommen Sie wieder mit uns mit auf dem Highway durch die Prärie, denn wir haben wieder Tiere vor der Kamera.